Leute, hier ist eure Licia und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag die Licia. Ja, euch gehen die Fragen einfach nicht aus und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wie fändest du es, wenn man mit einer Freundin ein Pferd tauschen könnte? Ich fände die Funktion schon ziemlich gut, ja. Also wenn ich zum Beispiel ein Pferd hätte, was ich nicht mehr haben möchte und mir gefällt das Pferd meiner Freundin und sie möchte das Pferd aber nicht mehr haben, könnte man das tauschen. Allerdings finde ich auch, dass das Ganze dann sehr gefährlich ist, weil einige von euch geben ja die Accountdaten immer an irgendeinen Freund weiter, was ihr ja nicht machen sollt. Und so könnte sich der eine Freund zum Beispiel ein Pferd von euch zum Beispiel klauen und gibt dann das alte Pferd, was er überhaupt nicht haben will, dafür ab. Und das könnte ziemlich, ziemlich gefährlich werden, meiner Meinung nach. Deswegen, wenn die Funktion kommen sollte wirklich, bin ich dafür, dass man wirklich nur ein 1:1 tauschen machen kann, dass man nur ein Pferd gegen Pferd tauschen kann und nur Pony gegen Pony und dass man in-game nochmal sein Passwort eingeben muss und nochmal einen PIN zur Sicherheit. Den PIN darf man dann halt nicht erzählen, ne? Und es muss auch gegeben sein, dass beide gleichzeitig online sind, weil dann ist die Chance, dass jemand so einen unfairen Tausch machen könnte, geringer, da meist nicht alle Leute einen zweiten PC oder einen zweiten Laptop haben, wo sie sich dann nochmal einloggen können und das dann heimlich machen können. Also ich fände die Funktion gut, aber ich denke, das würde auch ziemlich missbraucht werden bei Leuten, die einfach nicht auf sich aufpassen. Wie würdest du es finden, wenn man Pferde probereiten könnte, bevor man diese kauft? Ich fände das eine sehr gute Funktion. Ich finde, das ist sehr fair, einfach nur, wenn man auf den Button klicken könnte, mit von wegen Probereiten. Und dann könnte man 2-3 Minuten alle Gangarten testen, sich das mal ein bisschen angucken. Und dann müsste man sich halt entscheiden, ob man das Pferd wirklich kaufen möchte oder nicht. Meinetwegen kann das auch einmalig sein, dass man sich das nur einmalig anguckt. Aber ich fände, es wäre einfach nur fair, weil die Pferde in der SSO einfach wirklich teuer sind. Würdest du gerne beim Pferdekauf das Geschlecht bestimmen können? Ich selber finde, dass das eher ein Luxusproblem ist, weil wir Star-Stable-Spieler denken uns ja trotzdem einfach ein Geschlecht dazu aus. Und ich weiß aber, dass viele das sehr cool fänden, wenn da so ein Button wäre mit von wegen Hengst oder Stute. Und kann man einführen, finde ich jetzt aber nicht so wichtig. Wie würdest du es finden, wenn man aussitzen könnte im Trab? Dadurch, dass jetzt die neuen Animationen vom Reiter rauskamen, traben wir ja leicht, ne? Wir stehen immer beim Traben ja auf. Und aussitzen ist ja, dass der Reiter dann sitzen bleibt im Trab. Und ich fände es schon cool, wenn man so einen Button hätte, einfach nur aus Deko-Zwecken, wenn man dann einfach mit dem Reiter aussitzen könnte. Ich fände das gut. Hättest du gerne Geschicklichkeitsreiten in SSO? Ich fände, das wäre eine absolut tolle Idee. Wer kein Geschicklichkeitsreiten kennt, das sind dann so kleine Spielchen, die man hat, wie so Eierlaufen oder man hat da so einen Bogen, wo ganz viele Bändchen dranhängen und das Pferd muss dann mit dem Reiter da durchlaufen, ne? Und sowas fände ich ziemlich cool und man könnte das, glaube ich, auch sehr gut umsetzen in Star Stable, dass man zum Beispiel bei so einem Bogen mit so ein paar Bändchen auf diesen Bogen halt zuläuft und das Pferd kriegt dann unten so einen Balken. Und man muss dann in einem bestimmten Bereich diesen Balken treffen, sonst verweigert das Pferd vor diesem Bogen oder ähnlichem. Fände ich ziemlich, ziemlich lustig. Ich würde das ziemlich feiern. Hättest du gerne Hilfsmittel in SSO wie eine Gerte oder Sporen? Also, ich würde es noch nicht einmal als Deko-Zwecke haben wollen, denn ich denke, das gibt vielen Spielern oder vielen auch Reitanfängern ein falsches Bild, dass eine Gerte oder Sporen immer muss auf dem Pferd ist oder sind, wie auch immer. Und nicht jedes Pferd benötigt Sporen oder eine Gerte, um vernünftig geritten werden zu können. Und deswegen hoffe ich, dass dies nicht eingeführt wird in Star Stable. Und ich wünsche mir so eine Funktion nicht. So, das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge Frag die Licia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Das ist immer ein ganz schnelles Feedback für mich, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir doch mal eure Meinung zu diesen Fragen unten in die Kommentare. Und natürlich freue ich mich über neue Fragen von euch, damit ich nächste Woche wieder Futter habe. Und ich eure nächsten Fragen auch wieder beantworten kann. Falls ihr meine letzten Folgen verpasst habe, wo ich mich selber mal beschrieben habe oder ich erklärt habe, warum ich nicht mit einer Facecam aufnehmen möchte, dann könnt ihr oben rechts auf das i klicken, da kommt ihr zur kompletten Playlist und euch einfach mal ein bisschen durchstöbern, wenn ihr lustig seid. Und ich wünsche euch ansonsten noch eine schöne Woche und bis dahin, eure Licia.